Hallo zusammen, Lightroom 6 HDR-Funktion, ist das ein Game Changer? Um das mal ein bisschen provokativ zu sagen. Ist ja ein ganz neues Feature, super Sache per se. Frage ist ein bisschen, was machen wir Fotografen damit und ist das wirklich toll? Hilft uns das? Ist es irgendwie besser als die ganzen anderen HDR-Programme? Und die kurze Antwort: Nein, es ist nicht besser, aber es macht mir das Leben sehr viel einfacher. Und auch um das gleich vorwegzunehmen, es geht mir nicht darum, so surreale Bilder zu erzeugen, wie man das bei HDR manchmal sieht, sondern worum es mir geht, ist, Dynamic Range zu erweitern. Und hier sieht man es eigentlich relativ gut. Das ist ein gemergedes Bild im HDR-Modus, und zwar einfach ohne Nachbearbeitung, einfach gemerged, Knopfdruck und gut ist. Und die anderen drei sind Bracketing aufgenommen mit der Canon 6D, 85 mm Bracketing, plus minus drei Blenden. Also in dem Fall dies hier zum Beispiel, was ich eher wegschmeißen würde. Aber die beiden, ne, hier ist die Steffi schön beleuchtet und das Kleid leuchtet, die Gummistiefel leuchten. Und hier ist der Regenbogen halt schön zu sehen. Der ist hier nicht zu sehen. Und wenn ich den so belichte, dass ich den Regenbogen sehe, sehe ich die Steffi nicht. Das übliche Problem, wo meine Kamera einfach nicht genug Dynamic Range hat. Und jede Kamera hat irgendwo ein Limit, egal wo das ist. Und was ich jetzt machen kann, ich kann die beiden Bilder mergen. Und dann habe ich eine große Datei, die eben einen größeren Dynamic Range Umfang hat, Dynamikumfang hat, und dann kann ich halt viel besser mit den Reglern regeln, an den Reglern ziehen und dann kriege ich sowas. Ich zeige das mal. Wir gehen mal, wo bin ich jetzt hier? Wir nehmen hier die beiden Bilder und jetzt sage ich hier Rechtsklick und zusammenfügen zu HDR. So, jetzt kann ich nicht furchtbar viel machen. Ein paar Sachen kann ich machen. Ich kann sagen, automatisch ausrichten. Die Fotos sind jetzt aus der Hand genommen. Besser, wie üblich, ist es Stativ. Hatte ich nicht dabei, wie zu oft. So, jetzt kann ich automatisch Tonwert machen, dann macht er mir gleich so ein bisschen HDR-Look. Das kann ich aber nachher auch von Hand selbst machen. Wenn ich dieses Häkchen setze, dann zeigt er mir, wo er Geistereffekt, also wo ich quasi ein bisschen gewackelt habe oder er denkt, dass ich gewackelt habe. Das muss man ein bisschen ausprobieren und ihr merkt es auch, es ist relativ träge. Also ich habe jetzt nicht den schnellsten PC, aber ich habe doch einen vernünftigen Mac mit 16 GB RAM. Also es ist alles ein bisschen träge. Und hier kann ich also mit spielen, das müsst ihr ausprobieren, bei jedem Bild neu. Und wenn ihr auf Stativ gearbeitet habt, dann braucht ihr es wahrscheinlich nicht. Und mehr kann ich hier eigentlich gar nicht machen. So, was bringt mir das Zusammenfügen? Erste Problem ist so ein bisschen, ihr seht, es dauert wirklich. Und er schiebt das nicht immer dahin, wo ich das haben will, weil ich will das doch jetzt neben den beiden Bildern haben. Ja? Also das wäre so das, was ich erwarte. Und, liebes Lightroom-Team, ich möchte das gerne links haben, nicht rechts. Weil links, zumindest bei Canon ist es so, normal belichtet und dann überbelichtet. Und ich will das vergleichen mit dem normal belichteten und nicht mit einem von den extrem belichteten. Das so am Rande. Das heißt, ich verschiebe die dann immer noch. So, jetzt muss ich mein Bild suchen. Ihr seht, da hat es jetzt irgendwie alles durcheinander gebracht schon wieder. Irgendwie ist meine Filterung jetzt weg. So, jetzt filtere ich wieder nach gelb. Also das frage ich mich wieder, wer das getestet hat. Ehrlich. So, also bevor ich das Bild jetzt nicht finde, weil das Problem ist ein bisschen, ich finde es jetzt wirklich nicht, seht ihr das? Das Bild ist neu ganz hinten. Und warum? Ich zeige euch das. Ich gehe auf die Ansicht, sortieren, benutzerdefinierte Reihenfolge. Vorher war aber sortiert nach Aufnahmezeit. Wenn ich das wieder mache, dann ist es da, wo es hingehört. Also so richtig doppelt doof irgendwie. Wenn schon benutzerdefinierte Reihenfolge, dann bitte nach links, aber sicherlich nicht als letztes Bild, weil irgendwie, was soll das denn? Ich will das ja vergleichen mit den anderen. So sieht das Bild jetzt. Das ist jetzt das DNG. Und wir gehen mal kurz auf die Dateieigenschaften. Und wir sehen hier, das ist 35 MB. Die Originaldatei, das ist die Originaldatei, die hatte 12,6 MB. Ja? Das ist in dem Fall Canon 6D Medium RAW, also nicht die großen. Und wir sehen aus den, was habe ich gesagt, aus den 12 MB wurden also jetzt 35 MB. Also ich kriege einfach große Dateien. Und wenn ich jetzt hier wieder rüber gehe, ist eigentlich sehr schön hier schon ein bisschen vorausgewählt, was ich wahrscheinlich will. Nämlich Licht darunter und Tiefen hoch. Das will ich vielleicht nicht zwingend so extrem, aber in die Richtung möchte ich gehen. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Ein paar Besonderheiten sind da. Außerdem behält er auch alles, was ich vorher eingestellt hatte und ich kann das noch ändern. Und das ist, finde ich, ein Riesenvorteil gegenüber anderen Programmen. Wenn ich das Bild zum Beispiel, also die beiden nehme und sage, ich möchte die exportieren nach HDR FX Pro zum Beispiel oder Photomatix,
Dann macht er mir eine Zwischendatei, TIFF zum Beispiel oder JPEG, je nachdem, wie ich vorgehe. Und dann kann ich nicht mehr die Regler nachher zurückregeln. Hier sind alle meine Einstellungen noch da. Und wenn ich einen Standard-Import-Filter habe, das habe ich jetzt hier, der hat standardmäßig Schärfe 46 macht. Jetzt habe ich hier aber eine Frau drauf, das will ich gar nicht 46, ich will vielleicht nur 12 und hatte das vergessen zu regeln, kann ich es jetzt noch ändern. Und auch alle anderen Sachen, Profilkorrektur aktivieren. Kann ich anmachen oder ausmachen nachher noch. Also das ist super für mich und meinen Workflow. Das muss für dich nicht passen, aber mir macht die Sache sehr viel angenehmer, dass ich alles so toll integriert habe. Und ich kann jetzt halt ganz normal rangehen und sagen, okay, na vorsichtig, jetzt bin ich im Blauen. Mittlerer Kontrast, wenn ich den haben will, das kann ich hier noch rumspielen und sagen, okay, was ist denn hier mit der Helligkeit, wenn ich das noch ein bisschen runterziehe. Wir sehen das, wenn ich das so extrem mache, so die Kanten hier, das ist natürlich dann irgendwann vorbei oder und sie ist auch ausgebrannt. Aber ich habe halt jetzt die große DNG-Datei und kann damit viel spielen. Ich gehe mal wieder auf mittlerer Kontrast. Ein paar andere Sachen sind noch spannend. Zum Beispiel, ich zeige es mal hier. Das ist jetzt die CR2-Datei, also die RAW-Datei. Hier kann ich Belichtung maximal plus 5 machen. Was bei Canon auch keinen Sinn mehr macht, aber ich könnte bis plus 5 gehen. Bei der DNG-Datei, da kann ich Belichtung hochziehen bis plus 10. Was es auch nicht Sinn macht, aber ich habe halt sehr viel größeres Spiel. Leider kann ich nicht mehr bei Lichter, eigentlich will ich nur die Lichter machen. Wenn ich sage, die Lichter reichen mir jetzt hier noch nicht, dann kann ich aber immer noch einen Pinsel nehmen und sagen, ich will hier Lichter irgendwie noch dunkler machen, großer Pinsel. Und da noch irgendwie raufmalen. Und nicht Lichter, sondern vielleicht irgendwie zum Beispiel Sättigung hoch. So, zack. Und dann halt ein bisschen besser treffen. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. So, zack. Und eben, ich kann alles in einem Tool machen. Also das muss ich sagen, Game Changer ist natürlich provokativ, ein bisschen übertrieben. Aber ich habe es freie Hand geschossen. Und ich muss sagen, ich bin der Meinung, mit Canon, solange Canon keine vernünftigen Chips rausbringt, werde ich das künftig sehr viel nutzen. Einfach um so bei Fotos draußen in der Landschaft mehr Spiel zu haben. Nämlich da so viel Spiel, wie ich es mit der Nikon sowieso habe, da brauche ich es nicht zwingend für die Bilder, die ich mache. Aber bei Canon bin ich häufig der Meinung, ja, ein bisschen mehr wäre gut. Und genau das habe ich jetzt damit. Nicht übertreiben, ein bisschen mehr. Nur ein bisschen. Um zum Beispiel hier den Regenbogen zu sehen. Das gleiche gilt hier unten. Das kann ich auch noch nachmalen, das hatte ich jetzt gesagt. Sättigung hoch ist gut. Hier unten ist ja die Spiegelung. So, zack. Sättigung hoch. Was ist mit Klarheit? Ah, ja nicht. Okay. So. Okay. Zweites Beispiel. Das hat jetzt extrem gut geklappt, muss ich sagen. Also so, finde ich, macht er das gut auch mit dem Zusammenfügen. Leider nicht ganz so gut klappt das hier hinten. Da habe ich nochmal so ein Bild. Und zwar steht die Steffi da auf der Wiese. So. Das ist wieder das Problem, dass er die Bilder sonst wohin hat. Das ist jetzt mit HDR-FX gemacht. Da einfach so ein Standard-Outdoor-Filter drauf gemacht. Also da kann man natürlich wie üblich geschmacklich drüber streiten, ob es jetzt zu doll ist und so weiter. Jetzt wirklich nur einmal kurz Standard-Template. Was ich aber zeigen will, ist, hier oben die Kanten sind nicht ganz hundertprozentig sauber. Da könnte ich noch ein bisschen tunen, aber es hat er im Wesentlichen hat er das sehr gut gemacht. Und auch hier vorne ist eigentlich nichts Auffälliges. Also prinzipiell macht HDR-FX das gut. Dasselbe Bild, das ist das Bild hier, die beiden. Ja, zu hell und zu dunkel. Dasselbe Bild mit Lightroom gemerged. Ja, sowohl hier als auch hier völlig unbrauchbar. Da müssen wir jetzt ein bisschen spielen, wir können das nochmal machen. Hier ist ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Und zwar hatte ich hier doller die Korrektur gemacht als da. Wir können das nochmal machen. Ich nehme die beiden mal wieder. Ich sage jetzt zusammenfügen, HDR. Und sage jetzt eben, das eben war niedrig. Ich mache mal keine. Das hängt natürlich davon ab, wie doll ich zittere. Wieder, wer ein Stativ mitschleppt, ist im Vorteil. Oder wer einen Assistenten hat, der das Stativ schleppt, ist noch mehr im Vorteil. So, jetzt zusammenfügen. Wir sehen, das dauert wieder. Und wir sehen, er macht mir wieder alles kaputt hier. So, also auch da hier vorne ist eigentlich gut. Hier fällt es nicht mehr auf. Aber da hinten ist diese Kante ist immer noch total da.
Also das habe ich jetzt wirklich nicht besser hingekriegt. Da müsste ich jetzt wirklich ins Photoshop wechseln oder wieder ins HDFX wechseln und so weiter. Also, so, zusammenfassend. Es ist eine super Sache, wenn ihr Fotos habt mit sehr hohem Dynamikumfang. Und das ist gerade so Landschaft bei so wilden Wolken, wie wir das hier haben. Dann ist das eine super Sache. Oder halt so Spezialsachen wie hier, wo halt eben der Regenbogen dabei ist. Finde ich eine super Sache. Es hilft, ein Stativ mitzunehmen, künftig, also mehr ein Stativ mitnehmen, Jungs und Mädels. Ne? Habe ich mir auch vorgenommen. Und es hat halt doch Grenzen. Es bleibt abzuwarten, ob es Updates geben wird, die das verbessern. Oder ob man bei manchen Bildern halt einfach nach wie vor ein anderes Programm braucht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Für meine Zwecke, weil ich bin nicht so ein HDR-Mensch, aber ich will einfach mehr Dynamic Range haben. Habe ich das Gefühl, es wird meine Art, wie ich Outdoor fotografiere, ändern. Nicht Sport natürlich, sind Sachen, die sich nicht so bewegen, die Steffi hat stillgehalten, aber für Landschaft und solche Porträts draußen werde ich das deutlich öfter einsetzen künftig. Bleibt abzuwarten, wie das in einem Jahr ist, aber Stand jetzt, 2. Mai, behaupte ich mal, ich werde künftig anders fotografieren, aber nicht, weil es besser ist oder weil ich was machen kann, was ich vorher nicht konnte, aber weil es convenient ist. Weil ich es im Lightroom total integriert habe mit allen Reglern und so weiter, die ich halt kenne. Und ich kann alle Templates anwenden, die ich habe und so weiter. Ich kann da jetzt hier hingehen, ich bin im Lightroom. Ich kann die ganz normale Kopie machen und ich kann jetzt hier durch meine Templates durchgehen und halt sagen, ich möchte hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Wildes raufhauen. Und kann das halt ganz normal machen, wie ich das immer mache. Hier sind sowas zum Beispiel. Also ich habe hier alle Möglichkeiten, so jetzt ein bisschen Geld machen und schon. Ja, also und ich weiß, was ich da mache. Ich muss nicht ein neues Programm lernen und ich muss nicht ein anderes Programm rüberwechseln und im halben Jahr habe ich einen anderen Geschmack und finde das doof mit Gelb, dann will ich das lieber rot haben, keine Ahnung. Und kann es einfach ändern. Und muss nicht irgendwie einen TIFF, keine Ahnung, wie bearbeiten. Okay? Deswegen bin ich ein Fan davon. Ich finde es super. Und ich bin gespannt, wie das künftig aussieht auf Facebook. Wir werden es ja sehen und überall. Ob das jetzt massiv hochpoppt mit ganz vielen Pseudo-Hoch-Dynamic-Range-Fotos. Bin ich wirklich gespannt. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Stativschleppen. Ist gut fürs Training. Ne? Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.